Herzlich willkommen zur Pfalz entkorkt am Köln-Ehrenfelder Küchentisch. Draußen ist es üsselisch, wie der Kölsche sagt. Deshalb haben wir heute wunderbaren Spätburgunder für euch. 1, 2, 3 an der Zahl, wie jedes Mal. Tick, tick, track. Spätburgunder hat in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel durchgemacht. Statt 14,5 Alkohol, viel Neuholz und eine dunkle Farbe hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass nicht der kräftigste, sondern vielleicht der feinste Spätburgunder der beste Wein ist. Wir gehen in die südliche Pfalz nach Roth zum Weingut Stefan Meyer. Der hat einen Spätburgunder bzw. einen Pinot Noir. 60% sind französisches genetisches Material, also originärer Pinot Noir. Die anderen 40% sind deutsche Klone. Statt großer Neuholzexzesse versucht man zu arbeiten mit dem, was die Traube uns mitgibt. Und das sind die Gerbstoffe der Stiele. Die Balance von Traube und Stiel bei den französischen Klonen ist etwas besser, ist kleiner, reift früher aus und deshalb ist es besser geeignet, wenn man mit Ganztrauben arbeiten will. Am Gaumen hier wunderbar saftig, volle Frucht voraus und trotz des warmen Jahrgangs 2018 haben wir hier eine ganz frische, klare Säurebogen. Das liegt daran, Stefan Meyer hat Rebberge bis 250 Meter hoch. Dadurch haben die Weine auch in warmen Jahren immer noch diese schöne, agile Säure, die ihnen diese Frische und Trinkigkeit bringt. Er freut sich über hemdsärmelige Küchentischküche, wie zum Beispiel rheinischer Sauerbraten auf rheinischem Schwarzbrot mit Rotkohlsalat. Von Roth geht's weiter nach Gimmeldingen. Wir sind im Weingut Christmann und haben 2017er Jahrgang, den Gimmeldinger Spätburgunder. 2017 kam Sophie Christmann nach Hause zurück. Statt auf radikalen Generationswechsel setzt Sophie lieber auf einen Wandel in kleinen Schritten. Ein bisschen frühere Lese, ein bisschen sorgfältigere Selektion. Die Gebinde wurden den einzelnen Lagen angepasst. Relativ warm vergoren, dafür kürzer als vorher und es wird auch nicht mehr entrappt. Sophie setzt auf einen Anteil von 20-30% Ganztraubengärung und der Anteil von Neuholz ist auch hier weiter rückläufig. Wirklich super, super juicy. Das Ganze quasi gepeitscht von einem kristallinen Säurebogen, der sich wirklich vom Antrunk hinten bis in den Abgang spannt. So, und wer ordentlich trinkt, der braucht auch was Ordentliches zu beißen. Für die Vegetarier haben wir heute ein rote Beete-Hummus mit Olivenöl, Sesam und ein bisschen Frühlingszwiebelchen. So, den Abschluss machen wir mit Stefan Bietekhöfer aus Billigheim-Ingenheim mit der 2014er Grande Reserve. 6 Jahre Reife haben wir hier schon auf dem Buckel. Spätburgunder von 25 bis 30 Jahre alten Reben, gewachsen auf Löss mit einem Kalkanteil. Wir haben ja eine Lagen-Cuvée vom Roten Berg und vom Rosenäcker. Richtig dunkle Frucht, und auch obwohl die Farbe sehr dunkel ist, aber von einer sehr filigranen Leichtigkeit getragen. Der Gerbstoffeintrag ist wirklich zart und begleitend. Hier ist nichts, was dominiert oder den Wein überfährt. Ein guter Schluck braucht ein herzhaftes Essen wie hier. Eine schöne Bratwurst, Spitzkohl und Pilze. Feine Angelegenheit.